Ja, hallihallo, Löhle, da bin ich wieder in Mafia 3 und etwas geknickt, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Ja, ich sollte hier diese Bude ausräumen, platt machen. Und ich habe den Typen gekillt, aber, und das war mein Nachteil, die haben mich auch gekillt und ja, jetzt ist hier so gesehen die Mission weg. Ich habe den Schaden jetzt nicht mehr vervollständigen können, weil ich hatte nur einen einzigen zu töten. Den habe ich auch noch, glaube ich, halbwegs getroffen, wenn ich mich gerade recht erinnere. Und vor allem viel wichtiger, ich habe auch noch die Aufnahme vergessen, den Button zu drücken, beziehungsweise zu kontrollieren, ob es richtig läuft. Von daher, ja, ich habe nichts verpasst, außer ich habe alle erledigt, bin dann trotzdem gestorben und die Mission ist jetzt für den Popo. Ja, so sieht das aus, so kann es passieren. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Machen wir es mal ganz einfach. Einmal hier. Einmal hier. Den. Komme schon, nur einen Augenblick. Und dann holen wir uns mal ein neues Auto, beziehungsweise ein bisschen Muni. Dass der auch immer wild auf dem Dings parkt. Wenn du was brauchst, sag mir Bescheid. Sag mir mal, was du hast. So, auf jeden Fall hier aufrüsten. Sprengstoff, hier Nachschub. Sind wir voll. Sprengstoff nochmal nachkontrollieren, alles voll, gut. Ich hoffe, du mehr brauchen wir nicht. Ich hab hier einen Wagen für dich. Ich weiß, dass du schätzt. Und jetzt habe ich nur noch eine Möglichkeit und das ärgert mich so ein bisschen. Nämlich hier, ich glaube, das war die Stadionmission, die mir nicht so gut geglückt ist. Aber okay, da muss ich die jetzt mir vorknöpfen. Ah, das ist ärgerlich, ärgerlich. Einerseits, dass ich die Aufnahme verhunzt habe und andererseits, dass ich ja gestorben bin, obwohl ich durch war. Ich hätte nur noch, weiß ich nicht, 5 Meter laufen müssen, keine Ahnung, weil plötzlich bin ich durch die Luft geflogen, sprich, da ist ganz nett eine Granate explodiert und das ärgert mich ja umso mehr gerade. Ah, oh, der Hobel macht Laune. Stimmt, das war das Ding hier, das Stadion. Da kann ich auch gleich dahin fahren. So, und den Typen soll ich da töten. Du musst jetzt dafür sorgen, dass ich einen nach dem anderen mir vorknöpfen kann. So, am besten mal hier. Was war das denn? Kommt der Erste? Kommt da gleich noch einer? Nee, ne? Was das? So, Uno? Ach, du kannst den Stoff in der ganzen Stadt finden. So, dann nehme ich mir den davor, weil der entfernt sich jetzt ja richtig gerade schön. So. Das Einzige, was mich nervt. Meine Güte, hast du das Kitty-Mädchen da drüben gesehen? An dem BH? Hä? Was haben wir denn hier? Ja, ich mache ein bisschen Stunk. Komm mal her hier, Meister. Wie? Hä? So, den nächsten ausgeschaltet. Den dann soll ich töten. Solange ich mich respektvoll verhielt, machte niemand mir oder meinen Begleitern Ärger. Komm noch zum Briefkasten gehen. Geschweige denn zu den Laden an der Ecke, ohne gleich Ärger zu kriegen. Muss irgendwie da rüberkommen. Yes. Gott, bitte. Lass mich nicht so sterben. Nö, mit Sicherheit nicht. Ja, zum Schluss wird es ein bisschen aggressiv, würde ich mal behaupten. Mir aber ehrlich gesagt gerade vollkommen schnutzpiepel egal, denn ich hab's geschafft. Und viel wichtiger ist, keiner ruft die Polizei. Das gefällt mir natürlich umso mehr. So. Dann kann ich jetzt abhauen. Besser als ich gedacht habe. Also beim ersten Mal, wo ich das gemacht hatte, glaube vor 2 oder 3 Folgen. 2.
Da habe ich ja kläglich versagt. Aber diesmal schlau angestellt. Ja, so ist das. Jetzt muss ich mir kurz Gedanken machen. So, Gedanken machen und ich mach's nicht. Ja doch, er hat automatisch. Oh, oh nein. Unbeteiligten niederzurufen. Sprich, einen Platz zu fahren. Reich ich jetzt mal dahin. Und dann werde ich ein nettes Gespräch hier führen. Warum ich das natürlich auf dem Dach machen muss, weiß ich nicht. Aber okay, da kann ich mich jetzt nicht gegen wehren. Ist ja auch so eine nette Eigenschaft, dass man das mehr wo an verschiedenen Orten macht. Keiner will mehr wetten, seit du auf Tudix los bist. Ja. Ja. Hey, was immer du gemacht hast, Eddie befreit oder so. Aber Tudix kam in der Boxhalle vorbei, war stinksauer. Was sagt er? Hat sich mit einem Boxer angelegt und mit der Waffe rumgefuchtelt. Hat zu einem von seinen Jungs gesagt, er wäre dann in Wilcox Saloon. Trainier du weiter für deinen Kampf. Ich kümmere mich um das Arschloch. Weiter. Das Arschloch Tudix wartet auf dich. Ja, klar. Zwar nicht wirklich, aber auch irgendwie doch. Und ich schnappe ihn mir. Tudix. Johnny Tudix. Peralta. Bin mal gespannt, mit welcher Armee er mir da gegenübertreten will. Kannst du nicht vorher blinken, Mensch? Nageln wir mal das Schild da um. Haben wir sonst nichts zu tun. Ach Mensch, ach Mensch, ach Mensch, ey. So. Wow! Sollte auch den richtigen Weg nehmen. Ja, du hup mal. Ich hup auch die ganze Zeit. Und? Bringt mir das was? Nicht wirklich. Wie ist das? Ja, dann mal viel Spaß, würde ich sagen. Jetzt jeps auf Dinos. Verdammter Gaul. Jetzt habe ich kein Glück. Und dann kommt auch noch Pech dazu. Granate! Geistesfeuer! Der Scheiß hier! Alle weg hier! Schnell! Wo ist denn der? Ach, hier. Nein, nein. Zu aggressiv. Viel zu aggressiv wieder mal. Aber die Idee war nicht doof. Aber wenn ich da haufenweise Granate reinbombe, bringt das ja auch nichts. Die Verstärkung. Aber was ich auch gerade nicht so ganz verstanden habe, warum ist das Symbol rechts gewesen und plötzlich standen sie schon vor mir und haben mich mehr oder minder angekarrt. Was? Ich hätte einen Arsch voll Geld bei diesem Kampf gewonnen. Pass auf! Kannst du dich nicht entschuldigen? Gedacht, dass jemand Eddie kennt. Machen wir erstmal das. Geld weg. Lass uns was von dem Bargeld einbürgern. Und klar doch, Chef. Bin schon unterwegs. Ich würde nicht glücklich sein, so einen Schlag abzukriegen. Tommy übrigens auch nicht. So, das habe ich voll vergessen. Meine Moneten, 1000. Ich für dich ausbewahren soll. 400 Tacken weg. Echt traurig. Okay, zeig, was du auf Lager hast. So, jetzt nochmal. Geh sorgsam damit um. Schau jetzt ab. Granate! Mach den Boden! Irgendwas ganz und gar nicht. Da drüben! Der gehört euch, Jungs! Die ganzen Fresse habt ihr ihm zu verdanken. Los geht's! Wer ruft die Polizei? Ich will nicht sterben. Oh, Scheiße! Ach,
du Scheiße! Ach du Scheiße! Oh Gott! Oh Gott! Hier! Lieber hier Gott. Drüben! Bitte! Wandle ich auch im Finster vertragen? Oh Gott! Wo ist denn der? Bitte nicht töten! Tot? Nicht sterben. Der bewegt sich immer noch. Ach, dich schneidet wow. Der Scheißkerl hat mich getroffen! Der immer noch? Oh Gott. Ey, der Vogel lebt immer noch. Geh doch mal tot da. Ich geh vorn weg, die ganze Scheiße. Der Penner denkt, er schafft mich. Ja, siehst du doch. Er gehört euch, Jungs. Da oben ist er. Ja! Das ist du. Hilf schon! Ich verpiss Kraft in mir vom Hals! Mal lieber nicht hergekommen. Ich bin getroffen. Ja, ich sterbe mal wie die Fliegen. Genau, so soll es auch sein. Alter Verwalter. Geh in Deckung! Concentration, Concentration. Er tötet unsere ganze verdammte Gruppe. Hier, hier drüben. Na komm, na komm. Soll ich nur noch einen oder was? Lebend kommst du ja nicht raus. Ich hab den Spaß. Steck ihn fest. So. Das kann doch nicht sein. Doch, ich bin's. Doch, deine Zeit ist gekommen. Yes, yes, yes. Wisst ihr, wie lange ich schon für die Makanos arbeite? Hä? Ja. Yes, 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 yes. Geschafft, geschafft, geschafft. So, zuweisen. Vito ist an der Reihe, ne? Vito ist an der Reihe. Kann ich mir jetzt noch die Moleten holen? Nach Southdowns schicken, dass wir die Kontrolle nicht verlieren. Ja. So, und damit gehört das Teilchen hier uns, aber komplett. Yes, 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 yes. Juhu. So, Vito ist verlassen, gleich mit 3 Autos, 12 Jungs. Circa, Pi mal Daumen. Ja, ne? Die Bude gehört mir, beziehungsweise auch uns. Was Lincolns Vermächtnis angeht, bin ich ehrlich gesagt unschlüssig. Einerseits war er ein brutaler Krimineller, der Gott weiß, wie viele Menschen getötet hat. Eine neue Art von Gangster, der Prototyp des Kriminellen der Zukunft. So einer wie er hat es nicht verdient, dass er in die Geschichtsschreibung eingeht. Er gehört vergessen. Ausgelöscht. Aber ich sehe natürlich auch, dass Lincoln Clay der italienischen Mafia in dieser Stadt einen schweren Schlag versetzt hat. Was dem FBI nicht gelang, das gelang Lincoln, sie zu vernichten. Yes, 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 yes. Wir haben es geschafft. Ich entspannt zurücklehnen. So, kann ich jetzt eigentlich noch die Moneten
einsammeln. So, und ich muss jetzt... Ja, ich kann hier noch Geld einsammeln, Leute. Richtig nice. Endlich mal hier Moneten. Hallo? Da. So, und dann komme ich. Schnapp ich sie mir alle. Ja. So, Leute, und das war die Folge. Ich sammle hier noch ein bisschen Geld ein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und ihr wisst ja, wie es geht mit Kommentare, Like und Abo. Und in diesem Sinne, wie immer, bis zum nächsten Mal und bis denne.